Wir werden schneller gesund als bisher. Wenn du krank bist, kann es 1, 2 Tage dauern und du bist wieder gesund. Diese Erfahrung durfte ich in meinem Umfeld hier machen und ich werde euch davon berichten und ich werde euch auch sagen, wie es jeder von euch für sich auch erreichen kann. Das ist eine neue Entwicklung in der Energieanhebung der Erde, die uns jetzt ab jetzt begleiten wird. Bleib unbedingt dran, denn am Ende dieses Videos werde ich auch eine sehr tiefgehende Meditation machen, um die Selbstheilungskräfte in diese Ebene hineinzubringen. Bevor wir jetzt gleich in dieses sehr interessante Thema eintauchen werden, wo du bestimmt ganz viel für dich mitnehmen kannst, möchte ich dich in eigener Sache auf unsere kostenlosen Angebote aufmerksam machen. Die Links habe ich unter dem Video eingefügt. Du kannst zum Beispiel deine Bestimmung finden oder eine Tageskarte ziehen. Schau einfach mal nach. Und ganz wichtig sind noch 2 Dinge. Einmal das Smarana Festival, wo wir in unserer großen spirituellen Gemeinschaft zusammen für die Erde wirken, für unser Wohl wirken, für den Aufstieg wirken, wo wir negative Dinge transformieren werden, Chemtrails transformieren, wo wir in die Zeitlinienheilung hineingehen. Und die Zeitlinienheilung kann auch für dich ganz persönlich eine besondere Heilung bewirken. Deswegen sei unbedingt dabei. Hier findest du das Produkt. Und das nächste, was ich dir ans Herz legen möchte, hängt jetzt mit diesem Video zusammen, nämlich das Bewusstseinstraining mit der Zirbeldrüse. Ich komme da später nochmal darauf zurück. Die Zirbeldrüse ist ja ein kleines zapfenförmiges Organ im Zentrum hier in unserem Gehirn. Und die Zirbeldrüse ist verantwortlich für die Produktion von Melatonin, einem Hormon, das unseren Schlaf- und Wachrhythmus reguliert. Die Zirbeldrüse kann man auch als das Zentrum für spirituelle Erleuchtung sehen, weil sie uns die Bewusstseins Gänge öffnet, um in die höheren Dimensionen hineinzuschauen, hineinfühlen zu können. Und über die Zirbeldrüse werden unsere physischen Wahrnehmungen nochmal anders gesteuert, nochmal intensiver. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Punkt, warum sage ich, dass wir in Zukunft nur noch 1, 2 Tage maximal krank sein werden? Und wie komme ich denn da dazu? Das hängt mit der Zirbeldrüse zusammen und mit der Entwicklung der Zirbeldrüse. Diese 1, 2 Tage habe ich festgestellt, meine persönlichen Erfahrungen gemacht und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Und zwar bezieht sich im Moment diese 2 Tage auf Erkrankungen der Nasen und Rachen und der Lungen und der Augen. Das und der Ohren, so, also alles, was hier so Hals-Nasen-Ohren-Bereich ist, da konnte ich also diese wundersame Fügung tatsächlich selbst erkennen, daran teilnehmen und einfach wahrnehmen, dass Menschen in 1, maximal 2 Tagen wieder gesund waren, wobei sie vorher richtig, richtig krank waren, wo du normalerweise kennst du das eine Krankheit. Da kommt dann so ein Zeitpunkt, wo du weißt, oh Gott, jetzt ist nichts mehr zu retten. Die Nase läuft, die Augen werden dick und du schniefst und hustest und gehörst eigentlich ins Bett. Und dieser Zustand ist am nächsten Tag wie weggeblasen, einfach weg gewesen bei meinen Bekannten, bei Patienten, die ich behandelt habe. Und jetzt ist es natürlich eigentlich unbegreiflich. Und das ist aber erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Denn wir sind jetzt im Kopfbereich und das wird sich auch auf den ganzen Körperbereich ausdehnen. Und zwar geht das über die Zirbeldrüse. Über die Zirbeldrüse, die auch mit unserem Lichtkörper verbunden ist, weil ja die Zirbeldrüse sozusagen ein Tor in die spirituelle Welt, in die höheren Dimensionen ist und unser Lichtkörper verändert sich. Und zwar bekommt unser Lichtkörper Zugang. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Der physische Körper, dann die Aura und oben drüber der Lichtkörper. Und die Verbindung vom Lichtkörper zu unserem physischen Körper, da gehen also feine Fädchen vom Lichtkörper durch die Aura
bis in den physischen Körper hinein. Und diese Fädchen waren die ganze Zeit verstopft. Diese Fädchen, das sind so kleine Kanäle, ja, ganz feine, feine, die werden im Moment immer freier. Und mit einer speziellen Übung, mit einer speziellen Technik kann man das beschleunigen und dadurch bekommst du Zugang über deinen Lichtkörper und der Zirbeldrüse direkt in die Heilung, in die Fülle der Heilung des Universums. Und wenn du diese Energien empfängst, wird dein Körper sofort gesund. Also so ist es jetzt bei einigen Menschen passiert. Und warum sollte das nicht bei jedem anderen auch passieren? Natürlich darf man jetzt nicht vergessen, ist bei jeder Heilung das Einverständnis der Seele nötig. Weil die Seele entscheidet über unser Leben. Die Seele, das sind wir. Der Körper oder hier, das ist nur das Gefährt, wo wir diese Erfahrung sammeln. Das ist also die Grundlage dieses Denkens und die Inkarnation. Wer daran nicht glaubt, der hat hier, wird hier keine, nichts für sich aus diesem Video mitnehmen können. Ja, also das ist einfach das, was sich ja auch durch viele Beweise schon bewahrheitet hat, dass wir immer wieder inkarnieren und dass wir mit der geistigen Welt verbunden sind über unserem Lichtkörper, über die Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse hat ja die Fähigkeit, unsere physische Wahrnehmungen zu überschreiten, uns mitzunehmen in die anderen Dimensionen, Zugang zu intuitivem Wissen einfach zu ermöglichen. Und dann können wir dadurch die Gesundheit unseres physischen Körpers beeinflussen, positiv beeinflussen. Das tun wir selbst. Und wenn du sagst, oh wow, das möchte ich gerne auch können, das möchte ich gerne lernen, dann darfst du zu meinem Webinar kommen, wo wir ein Bewusstseinstraining im Zusammenhang der Zirbeldrüse machen. Dort lernst du, wie du sehr effektiv mit bestimmten Techniken arbeiten kannst und auch werden dort die feinen Kanäle, diese feinen Streifchen, Fädchen, die also wichtig sind für die Verbindung, gereinigt und geöffnet. Und dann wird diese Energie auch stärker zu dir fließen und dich in diesen Rhythmus bringen, der dich mit dem Universum verbindet. Und zwar ist ja das Universum Fülle, Liebe, Licht, Harmonie, positive Eigenschaften. Dort ist niemand mehr krank. Und wenn du diese Energie in dir hast oder diese Anhebung des Bewusstseins erreicht hast, schwingst du im gleichen Rhythmus des Universums und bist schon angebunden. Und dadurch wirst du, wenn du krank wirst, nur noch kurze Zeit krank sein. Also nicht diesen langen Leidensweg machen müssen, den wir bisher immer gemacht haben, sondern das wird sich immer mehr verkürzen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann nicht mehr krank werden. Es werden also energetische Blockaden gelöst, die ja der Grund sind dafür, dass wir krank sind, dass wir durch negative Gedanken Blockaden erzeugen in unserer Aura und dann noch im Lichtkörper und dann verklumpen diese wichtigen Fädchen und keine Energie kommt mehr durch und wir sind dann komplett abgeschnitten vom Universum, von den heilenden Energien. Und je freier diese kleinen Fädchen sind, je freier deine Zirbeldrüse ist und dein drittes Auge, umso mehr schwingst du im Rhythmus des Universums und kommst in die erhöhte Schwingung hinein, die es dir ermöglicht, viel schneller zu genesen. Und das ist einfach eine wundervolle Synchronisation der universellen und kosmischen Energien in dir selbst, in deinem Lichtkörper. Und das wirkt sich positiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand generell gesehen aus und natürlich auch auf das Wohlbefinden. Und warum wollen wir denn das nicht für alle nutzen? Und das werden wir auch am Festival machen, dass wir da unbedingt uns dieser Energie anschließen, dass wir da nochmal alle zusammen hineingehen in diese große heilende Welle und dann zusätzlich auch noch Heilung auf die Erde bringen. Und es wird für jeden Einzelnen die Möglichkeit sein, in seiner Heilung oder in dem Bedürfnis, was gerade wichtig ist, eine ganz große Erfahrung zu machen. Das ist sicher.
Und von daher frage ich dich, was hält dich noch ab, jetzt diesen Schritt zu tun? Und ich bekomme ja diese Botschaften jetzt nicht einfach nur so, sondern die geistige Welt hat ja auch im Sinne, uns zu unterstützen. Und ich als Botschafterin bin jetzt hier, um dich eben darüber zu informieren. Und ich habe auch auf Telegram darüber geschrieben. Und ich kann euch nur sagen, das ist ein richtig, richtig großes, wundervolles Geschenk. Und ich habe es ja auch wirklich selbst erlebt. Es ist nichts Eingebildetes, sondern ich habe es wirklich erlebt. Menschen, die lagen, du hast sie gesehen, auf dem Sofa, total krank. Du hast gedacht, oh je, es kommt eine starke Grippephase. Und dann einen Tag später sage ich, was ist los? Ja, ich bin wieder gesund. Und das genau, das ist der Punkt. Das ist sonst nicht so verlaufen. Und das ist ein Zeugnis der inneren Bewusstwerdung, die sich in deiner Seele, in deinem ganzen Sein widerspiegelt, transformiert durch die Energien deiner Zirbeldrüse und den kleinen Fädchen zum Lichtkörper. Jetzt lade ich dich ein zu einer heilenden Meditation, wo wir diese heilende Energie aus dem Universum empfangen können. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude, ganz viel heilende Momente. Genießt einfach. Ich werde Erzengel Raphael channeln. Ich habe auch alles so in grün schon gestaltet, damit die grüne Energie der Heilung noch mehr zu euch fließen kann. Und du brauchst eigentlich gar nichts zu machen, als wie dich einfach fallen zu lassen und zu genießen. Und das ist mein ganz großes Geschenk an euch alle. Kommt zu diesem Webinar, kommt auf das Smarana Festival. Dort könnt ihr so viel für euch tun, so viel für euch tun und auch anderen Menschen damit helfen. Ihr werdet von diesem Bewusstseinstraining ein Zertifikat von mir bekommen, Bewusstseinstrainer der Zirbeldrüse. Ja, und das ist etwas Besonderes, das gibt es noch nicht, so in dieser Art, wie es von Smarana bereitgestellt wird. So, und jetzt habe ich hier einmal mein Aura-Schutzspray, was ich gerne verwende, wenn ich channele, weil ja einfach es wichtig ist, dass ich dann auch in einen guten Schutz stehe. Und hier dann auch Erzengel Raphael und heilende Energien oder die 999 kannst du auch nehmen. Also es gibt sehr viele Aura-Sprays, die man nehmen kann. Muss nicht sein, kann sein. Ich stimme mich ein und wünsche dir jetzt schon ganz viel Freude. Liebe Herzensmenschen, liebe Seelen der Erde, Erzengel Raphael spricht zu euch durch das Medium Mirjana. Und ich, Raphael, komme in tiefer Freude und großer Achtsamkeit heute in diesen Raum. Und ich hülle dich ein mit der grünen Energie der Heilung, die ich mitgebracht habe aus den höheren Dimensionen, wo wir Engel gerne sind. Und ich freue mich, dich heute hier zu sehen. Denn ich lade jeden einzelnen von euch ein zu einem Bad der Heilung. Und dieses Bad, getragen von der grünen Energie, der Liebe, der Leichtigkeit, der Fülle, der Gesundheit, ist ein Bad für dich und für deine Seele. Und deine Seele, du weißt es sicher, sie steuert dein Leben und deine Seele, sie weiß ganz genau, was wichtig für dich ist. Und so bin ich heute hier, um dich zu stärken, um dir zu zeigen, dass so viel Heilkraft in dir selbst liegt, die du allein mit deiner Liebe, mit dem Gespräch zu deiner Seele aktivieren kannst. Und wenn du bereit bist, jetzt mit mir die Reise in dieses heilende Bad zu unternehmen, dann gib mir ein inneres Ja.
geflüstert oder laut gesprochen, ich höre dein Ja und nehme es als Hinweis, dass du einverstanden bist. Und so beginnt die Energie von mir zu dir zu fließen. Und sie fließt jetzt direkt in dein Herz. Die grüne, heilende Energie von Erzengel Raphael. Sie berührt dich von Kopf bis Fuß in deinem physischen Körper. Sie hüllt dich ein und trägt dich liebevoll, schwerelos. Fühlst du dich? Du fühlst auch, wie die Energie sich ändert und vielleicht, wie dein Körper beginnt zu reagieren. Sei es durch Kribbeln, durch Bewegungen, durch Töne, die du wahrnimmst, Töne der Stille, Töne der Enge, Töne der Heilung. Und jetzt breitet sich die Energie aus in deine Aura. Die grüne Energie der Heilung fließt durch deine Aura, löst die Blockaden, die im Weg sind, und stärkt deinen Energiefluss. Spüre die Schwingung der Liebe. Spüre die Verbindung von Seele zu Mensch, zu Raphael. Spüre die Harmonie der heilenden Fülle für Körper, Geist und Seele, die ich dir überreiche. Und spüre, wie deine Selbstheilungskräfte erwachen, sich stärken und ausdehnen. Vielleicht wird es dir jetzt heiß, das ist ein gutes Zeichen, denn jetzt beginnt dein persönlicher Heilprozess. So wie es richtig und gut für dich ist. Vertraue Gottes Wegen. Vertraue deiner Seele. Denn auch du bist es wert, geheilt zu sein. Auch du bist es wert, Glück zu haben, Leichtigkeit zu fühlen und in Harmonie mit deinem Leben zu sein. Und so gebe ich dir einen Moment Zeit, damit du all dies genießen kannst, währenddessen ich die positiven Energien für dich in dir verankern werde. Dies geschieht ohne Worte und es geschieht jetzt. Die Engel beginnen zu singen. Sie singen deinen Namen. Und sie singen die Töne der Heilung. Deine Frequenz wird angehoben und angepasst an den Ton der Erde, deiner Heimat. Und wenn es dir jetzt noch wärmer geworden ist, ist es ein Zeichen, dass in deinem Körper etwas geschieht und du, je mehr du dir die Erlaubnis gibst, dich fallen zu lassen, umso mehr in das Gleichgewicht der Fülle der Heilung kommst. Genieße das, was hier geschieht. Es geschieht alles zu deinem allerhöchsten Wohl.
Und wenn dein Körper jetzt noch zu kribbeln beginnt, weißt du, dass die Energien sich einen Platz suchen, dass sie genau dorthin fließen, wo es jetzt wichtig ist. Und so lass es ruhig geschehen. Denn es geschieht in der göttlichen Ordnung. Und wenn du nun fühlst, wie in deinem Körper sich etwas in Bewegung setzt, wie wenn Energiebälle rotieren, dann weißt du, dass Großartiges geschieht. Dann weißt du, dass deine Seele jetzt bereit ist, weiter in die Heilung zu gehen. Und so schwinge im Rhythmus des Universums. Schwinge und sei genau hier im Jetzt. Lass geschehen, was geschieht. Tia Arkal, a Vishun, a Arana, Isela. So ist es vollbracht. Danke deiner Seele für die Öffnung. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Die Energien wurden verankert. Und du darfst von Zeit zu Zeit meine Botschaft erneut anhören, um die Energien zu erfrischen. Heilung sei mit dir, Liebe sei mit dir, Licht möge dich umhüllen. Dein Raphael.